Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich finde Dolph Lundgren großartig und ich weiß, das wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ein großer, mittlerweile auch etwas gealterter Actionstar bei einer Liste von insgesamt fast 100 Filmproduktionen sicherlich nicht jedes Mal ein Meisterwerk geliefert hat. Für jeden Rocky 4 gab's einen Jill Rips, für jeden Punisher, Red Scorpion, Dark Angel, Showdown in Little Tokyo gab's dann vielleicht einen kleinen Cover-Up beziehungsweise einen Shooter. Wir haben statt einem Man of War vielleicht zwischendurch einen kleinen Blackjack, den Bodyguard. Und einer der Filme, die uns Dolph Lundgren in den frühen 2000ern serviert hat, das war Hidden Agenda, a.k.a. Concept of Fear. Ist das ein Actionstreifen, der bereits damals von VCL zu VHS-Zeiten mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren veröffentlicht wurde und von Regisseur Mark S. Granier, ich krieg mich da jetzt gerade durch seine Filmografie, nicht wahnsinnig viel Großartiges geleistet hat. Ich glaube, sein zweitbekanntester Film heißt Mistakes, tödliche Fehler, was auch eine Bezeichnung ist, die man für einige andere seiner Filmproduktionen im Hinblick auf seine Karriere nehmen kann. Aber Hidden Agenda ist ein Film mit Dolph Lundgren, der definitiv in den Untiefen seiner Karriere verschwinden hätte können, aber den NSM Records dann aus jetzt vielleicht für mich nicht ganz offensichtlichen Gründen ins HD-Zeitalter gerettet hat und in mehreren Mediabooks veröffentlicht hat. Aber die großen Dolph Lundgren-Fans, die haben sich's natürlich dann trotzdem nicht nehmen lassen, sich den Film in die Sammlung zu holen. Zumindest, wenn's dann irgendwann einmal im Summer Sale bei DTM soweit ist. Und da habe ich dann zugeschlagen bei dem meiner Meinung nach mit Abstand coolsten Cover zu diesem Film. Wir haben hier einige einschläfernde Motive auf den alten deutschen Veröffentlichungen dieses bläuliche Concept of Fear Cover ist relativ furchtbar, aber auch bei den Artworks von NSM sind einige wirkliche Graupen dabei. Da finde ich dieses relativ bunte und in Wirklichkeit auch relativ einladende Motiv zu dem Film eigentlich relativ cool. Das ist so ziemlich das alte klassische amerikanische Plakatmotiv zu dem Film. Man muss sagen, dass es auch hier in, ich würde mal sagen, anständiger Druckqualität vorliegt. Es ist jetzt nicht absolut 100% punktscharf. Mir fällt vor allem hier auf, dass das Feuer im Hintergrund ein bisschen auf Dolph Lundgrens Schulter überstrahlt, aber das ist in dem Fall wirklich ein absoluter Nitpick. Grundsätzlich finde ich, dass das hier ein sehr schön aufgeteiltes und sehr schön aufgebautes Cover-Artwork ist, das mir eben für so einen Early-2000s-Action-Streifen auch ganz gut gefällt. Und selbst wenn NSM jetzt hier deutlich zu erkennen keinen direkten Übergang zwischen dem Spine auf das Backcover versucht hat, ist es zumindest ganz nett, dass eben zumindest das Frontcover und das Spine eine Einheit bilden, beziehungsweise das Backcover dann von der Farbgebung zumindest im oberen Drittel nicht ganz von dem abweicht und uns hier eben was Ähnliches serviert, dazu dann natürlich angereichert mit den üblichen Backcover-Elementen wie der Inhaltsangabe, den anderen Bildern aus den Film, technischen Details und so weiter, sowie natürlich unsere individuellen Limitierungsnummer von den 111 Stück, die von diesem Mediabook-Cover angefertigt wurden. Wir können dann natürlich im Inneren von diesem Release noch ein paar alternative Cover-Artworks finden. Da finde ich eigentlich auch das relativ cool, beziehungsweise hier haben wir dann auf der DVD quasi ein Motiv in der Art, wie eben das klassische Concept of Fear DVD-Cover war, allerdings mit anderen Bildern, also lediglich diese schwarzen Streifen hier sind dem nachempfunden, sehen aber, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut aus und ich mag dieses Innendesign. Ich mag dieses Innendesign wirklich gern. Da sehen wir Dolph Lundgren mit demselben Blick. Schergelt der? Ganz ehrlich, der schielt doch, oder? Auf der linken Seite vom Innenspiegel, das ist eben der Ausschnitt von Dolph Lundgrens Gesicht auf dem alten Concept of Fear Cover dafür. Das finde ich farblich ganz nett an dieses Booklet Frontcover angepasst, beziehungsweise dann als Übergang hier auf die rechte Seite vom Booklet, wobei das hier von der Druckqualität finde ich hier auch ganz in Ordnung ist. Auf der rechten Seite, beziehungsweise dem Backcover vom Booklet, dann noch einen kleinen Screenshot aus dem Film. Das ist eigentlich eine durchaus akzeptable Aufmachung. Wir können dann einmal natürlich durch das Booklet blättern, da
bekommen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bildmaterial aus dem Film zu sehen. Ich muss ja an der Stelle zugeben, dass ich mir ziemlich sicher bin, Concept of Fear damals irgendwann einmal im Fernsehen gesehen zu haben, ebenso zu der Zeit, wo ich gerade die ganzen großen Filme von Dolph Lundgren entdeckt habe und mir deswegen alle Filme von Dolph Lundgren angeschaut habe und das in Fällen wie beispielsweise bei Chill Rips, der mehr oder weniger 8mm Version mit Dolph Lundgren, auch wirklich bereut habe. Aber man kann Dolph Lundgren, finde ich, im Gegensatz zu einigen anderen Actionstars zumindest eines niemals vorwerfen. Ich finde, er war in den meisten seiner Performances Ikea-Fan. Das ist sicher irgendein Wortspiel mit dem Film. Zumindest bemüht, auch wenn das jetzt bei Filmen wie Direct Action, wo er permanent mit Kaugummi da gestanden ist und eigentlich immer reingeschaut hat, als hätten sie ihm gerade den Kaffee aus der Hand gehauen, nicht unbedingt zeigen hat können, aber ich mag ihn trotzdem, ich mag ihn sogar in seinen schlechteren Filmen. Und wenn es darum geht, zu einem reduzierten Preis ein Dolph Lundgren-Mediabook in die Sammlung aufzunehmen, dann werde ich mich da definitiv nicht querstellen.